Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Wir haben letztes Mal unsere zwei Qualifying-Runden gefahren, sind dort auf Platz 7 und Platz 11 rausgekommen, wie man hier schon sehen kann. Das heißt, wir werden jetzt im Sprintrennen auf Platz, oh, Entschuldigung, Platz 8 meine ich natürlich, auf Platz 8 im Sprintrennen starten und nachher auf Platz 11 im Hauptrennen. Wir fahren 5 Runden, haben unser Setup soweit eingestellt, 9 Runden lang fürs Rennen. Wo können wir denn nochmal vielleicht ein bisschen was einstellen? Wir gehen mal noch ein bisschen höher mit dem Auto, damit wir die Kurven schöner fahren können. Die Lenkungsrate hat mir auch nicht so viel gebracht. Abtrieb machen wir auch noch ein bisschen mehr, damit wir schöner um die Kurven kommen. Und dann geht's direkt los. So, jetzt habe ich gerade auf die Füße geachtet, die haben ein bisschen komisch reagiert. Green, green, green. Ja, ganz passablen Start erwischt. Der Innen hat jetzt abgebremst. So, wir werden jetzt hier mal die ganz enge Linie. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Nicht in den Dreck rauskommen. Dankeschön. Und sind schon mal auf Platz 6 vorgefahren. Die fahren einfach ganz andere Bremspunkte als ich. Und jetzt erstmal... Nein, nicht in den Dreck rauskommen, nicht in den Dreck rauskommen. Komm, fahr wieder zurück auf die Strecke. Aha. Nicht streifen. Hier überholen, bist du denn des Wahnsinns. So, jetzt stechen wir hier rein. Super, funktioniert. Und da haben wir uns wieder den 11. Platz zurück ergattert. Einer hat schon aufgeben müssen, leider. Jetzt sehe ich gerade, der steht in der Box. So, jetzt müssen wir uns hier wieder ein bisschen vorne rankämpfen. Oh, das merkt man, das Gewicht des Sprits. Obwohl es eigentlich gar nicht so viel mehr ist, ne? Aber es zieht uns auf jeden Fall mehr raus als ohne. Paradebeispiel die Kurve hier. Also wir können uns gerade nach hinten ein bisschen absetzen, aber vorne geht es nicht so richtig ran. Also ich das gerade sah, lag da ein Reifen. Ja, wir versuchen es. Da haben wir doch mal ganz locker innen reingestochen. Warum der jetzt so abgebremst hat, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich Platz gelassen. Falls nicht, tut es mir leid. Nicht. Uha, das war wieder knapp. Da haben wir sauberes Rutschen angefangen. Nein, 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 nicht im Dreck rauskommen.
Komm, geht's ihr zwei doch, euch doch bitte gegenseitig auf den Zeiger. Dann können wir uns nämlich ranziehen. Und ich habe leider mein Getriebe ein bisschen zu kurz eingestellt. Ist egal, beim Anbremsen sind wir da. Oh, da wären sie jetzt fast noch ausgebrochen. Ja, hier jetzt gleich. Sauber innen durchgestochen. Da sind wir schon wieder auf P7 vorne. Andi Knöpke hinter uns wieder. Unser alter Kollege. Die Kurven haben wir jetzt mittlerweile top drauf. Ja, da hatten wir jetzt extremes Untersteuern. Dann fahren wir doch die Runde mal ein bisschen weiter außen an und mal gucken, was wir für eine Rundenzeit schaffen. Also es wäre auf jeden Fall im Qualifying deutlich mehr drin gewesen, sehe ich gerade. Wir sind 1.18.7 jetzt gefahren im Rennen drin. Mit den Änderungen am Setup, muss man dazu sagen. Downforce for the win, sag ich dann mal. You're right on his tail. Come on, let's make this happen. Ja, ich hänge direkt hinten dran. Natürlich. Mal schauen, vielleicht macht einer von den beiden noch einen Fehler, ansonsten fahren wir jetzt hier. Schönen siebten Platz nach Hause. Renn-Action war ja da. Haben sie sich jetzt gerade gegenseitig in der Corkscrew abgeschossen? Schauen wir es irgendwie nutzen können, aber es sieht eher schlecht aus. Oh, es wird nicht lang bis Stadtziel, es wird nicht lang bis Stadtziel, es wird nicht lang bis Stadtziel. Oh, schade, es lang noch nicht. Aber P7, das heißt, wir haben einen Platz gut gemacht. Hätten, da wäre mehr drin gewesen, hätten wir es nicht verkackt und wären in den Dreck rausgefahren. Jetzt freue ich mich natürlich gerade mega auf das Langstrecken, also auf das Hauptrennen mit 11 Runden. Ne? Aber das fahren wir dann erst nächstes Mal. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Checkt auch noch die Playlist in der Endcard aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns morgen im Hauptrennen wieder. Bis dahin, ciao.